So, meine Lieben, heute ist es endlich soweit. Es geht los, das Wetter sieht super aus, die Sonne ist am Strahlen. Und leider wird es nicht die geplante Ruhrtal-Tour aufgrund des GDL-Streiks, hatte ich ja bereits angekündigt. Aber ich werde heute nach Solingen fahren, von hier. Das sind so ungefähr die Route, die ich fahre, 70 Kilometer. Mit ordentlich Steigungen und schönen Gravel-Passagen. Da werde ich übernachten, dann werde ich am nächsten Tag von Solingen quer durchs Bergische Land zum Wegesee fahren. Das sind auch nochmal so 70, 80 Kilometer nur, aber ja, auch da ordentlich Höhenmeter. Und vor Ort mal gucken, vielleicht wenn es früh genug ist und ich die Kondition es zulässt, dann drehe ich vielleicht noch eine Runde um den See. Und am dritten Tag, am Sonntag, geht es dann nach einer Übernachtung im See, am See, nicht im See, geht es weiter zurück nach Köln und auch wieder quer durchs Bergische. Wird also spannend, freue mich. Und ja, ich nehme euch mit. Also. So. So, endlich geht's los. Ich muss sagen, ein bisschen bescheuert kommt man sich schon irgendwie vor. Man hat die ganze Zeit dieses Gefühl, oh fuck, was mache ich hier eigentlich? Warum mache ich das? Was geht ab? So. Ja, es ist. Noch habe ich keine Antwort drauf, aber ich glaube, es wird sich lohnen. Schön auf Gravel aus Köln rausfahren. Das ist das erste Waldstück, auch wenn es kurz ist. Aber gibt mir ein Gefühl davon, was mich erwartet. Ich fahre hier gerade am Fühlinger See vorbei. Kölns, größtem, zumindest beliebtestem Badesee, würde ich mal so behaupten. Und ja, muss sagen, ich hätte schon Bock, jetzt hier einfach abzusteigen. Die Tour abzublasen. Aber nein, kommt nicht in Frage. Muss man durch. So, jetzt geht es Treppensteigen, um über den Rhein drüber zu kommen. Ja, wird spaßig. So, jetzt bin ich auf der Brücke. Autobahnbrücke Köln-Leverkusen. Sehr viel gefahren und viel gestaut, weil seit irgendwie gefühlt, weiß nicht, 10 Jahren hier die Brückenkohlkästen saniert werden. Ja, jetzt absolute Katastrophe. Hier dürfen sogar Roller drüber fahren, war mir auch nicht bewusst. Aber wie man gleich sieht, das Schleppen hat sich gelohnt, denn von hier hat man natürlich eine ganz wunderbare Aussicht über den Rhein. Bayer Leverkusen ist da hinten. Ja, vielleicht nicht die romantischste Aussicht, aber immerhin der Rhein. Da geht mir das Herz auf. Ab hier beginnt für mich absolutes Neuland. Super schöne Strecke, aber ich bin noch nie über diese Brücke drüber und noch nie auf dieser Seite am Rhein gefahren. Wobei es auch gleich schon rechts abgeht. Aber auch das alles ist Neuland. Die Wupper hoch bin ich bis jetzt auch noch nicht gefahren. Wird bestimmt schön. Und hier ist sie, die Wuppermündung in den Rhein.
Ja, hier die Wupper war ja auch relativ stark betroffen von den Überflutungen. Und wie man hier sieht, da sind ein paar ausgerissene Bäume, da auch. Überall ist irgendwie noch so Treibgut und Zeugs am Ufer. Die Brücke ist auch halb gesperrt, nur für Fahrräder frei und Fußgänger. Aber ja, ich bin ein bisschen schockiert, wie sehr man die Auswirkungen doch noch sieht. Und bin gespannt, wie es auf dem weiteren Weg ist, weil ja, der Weg, den ich fahre, geht eigentlich sehr nah an der Wupper entlang. Und es kann natürlich sein, dass die ein oder andere Stelle schwer oder auch gar nicht passierbar ist. Ja, müssen wir schauen. Daumen drücken wird schon. Jo, das ist ein schöner Fahrradweg. Vorbei an so einem kleinen künstlich angelegten Kanal, der irgendwie parallel zur Wupper läuft. Auf jeden Fall, hier ist Wasser durchgelaufen, das sieht man. Es ist alles etwas tiefer gelegt, das ist nicht mehr so gesetzt, das ist irgendwie nicht ganz so geil zum Fahren. Sehr große Schottersteine teilweise dazwischen, auf jeden Fall, ja, Unwetterschäden. Bin gerade etwas erstaunt, aber ja, da soll es lang gehen. Mal sehen. Ich sehe nichts. Ich sehe nämlich gar nichts. Bisschen muffig. Aber. Eisenbahnbrücke und ein Wehr. We'll be right back.
ein Cotton. Ein Cotton ist eines der Wahrzeichen Solings. Und zwar ist Solingen ja bekannt für seine Schleifkunst. Total viele Messer werden hergestellt. Die großen Firmen wie Zwilling, WMF etc. kommen aus Solingen. Und Solingen ist seit Tausenden von Jahren bekannt für seine Schleifkunst. Sogar im Mittelalter hat man hier Schwerter, die besten Schwerter bekommen. Und in diesen Kotten sind Mühlen drin, Wassermühlen, die Schleifsteine betrieben haben. Und in diesen Kotten wurden also diese Messer und Schwerter damals hergestellt. Ja, ganz cool. Jetzt langsam die Wupperberge los, glaube ich. Man merkt das, es ist nicht mehr so ganz so ebenerdig. Und man muss endlich mal ein bisschen strampeln. Yes! Ich bin gespannt. Wie man hier links über mir sieht, viele weiße Bäume. Das Waldsterben ist leider auch hier in vollem Gange. Das ist echt ein völlig unterschätztes Thema. Eigentlich eine wunderschöne Idylle, aber da unten sieht man vom Unwetter Gartenstühle, irgendwelche Holzstege, alles Mögliche ist hier angespült worden. Schön traurig. Die Heimatburg von Grafen von Berg. Ja. Daher kommt nämlich der Name vom Bergischen Land. Vom Grafen von Berg. Und nicht von, weil es hier so bergisch ist. Das ist nämlich ein Irrglaube. So, fueled up. Ich habe die Flaschen hier nochmal aufgefüllt an diesem kleinen süßen Pfannkuchen-Kuchenstand.
Und ja, das hier ist Burg. Leider auch sehr stark von den Fluten betroffen gewesen. Das Wasser stand, glaube ich, bis da oben in die erste Etage sogar rein. Also hier war ziemlich krass. Ja. Okay, ich glaube fast, der Weg hier ist aufgrund von Unwetterschäden nicht mehr befahrbar. Ja, muss ich mir was anderes aussuchen. Als nächstes geht es auf die Münstener Brücke zu. Die ist schon weit über 100 Jahre alt. Und die wurde erbaut vom Herrn Eifel. Und zwar dem Architekten, dem, man ahnt es kaum, der Eiffelturm seinen Namen zu verdanken hat. Und es war einst die, ich glaube, größte Eisenbahnbrücke Europas. Vielleicht sogar der Welt, ich weiß es nicht. Google hilft im Notfall. Ja, und ist einfach architektonisch ziemlich geil. Aber schaut es euch doch selber an. Ja, da ist sie. Die Münchner Brücke. Und ich bin geschafft, weil der Weg unten gesperrt war. Huch, hier wollte ich eigentlich nicht hochgucken. Aber was sein muss, muss sein. Das Schwierigste ist in Solingen die letzten Meter den Berg hochkommen. Aber geile Aussicht dafür. Ja, da fahre ich schon fast vom Rad. Das nicht schön hier. Yes. So, ich bin jetzt endlich angekommen. Ja, freue mich aufs Grillen. Aber ich muss sagen, ich bin ganz schön platt. Ich hätte nicht gedacht, dass das Gepäck und das Gewicht so viel ausmacht. Es waren jetzt 55 Kilometer und 500 Höhenmeter. Also eigentlich noch im Rahmen. Eigentlich was ich normalerweise einfach fahre, aber bin ganz schön im Arsch. Bin gespannt auf morgen 80 Kilometer und 1200 Höhenmeter. Also ja, wird spannend. Schafft er. Machen wir es hoffen.